Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer, ich würde mal sagen, interessanten Vorstellung für so manchen Kreuzer, Querstrich, Schlachtschifffahrer. Denn was ihr hier seht, das ist nicht etwa der Izumo, hässlicher Zwillingsbruder, der keine so harte Schale hat und dafür einen noch weicheren Kern. Nein, das ist das Flaggschiff der neuen geführten französischen superschweren Kreuzerlinie. Wir haben hier die Stufe 10 Marseille. Ist natürlich nicht das einzige Ding. Wir haben ab sofort einen Split auf Stufe 8 und beginnen da mit der Cherbourg und dann geht es mit der Brest weiter und schlussendlich kommen wir hier hin. Ich zeige dir euch jetzt, diese Vorstellung wird stellvertretend für die gesamte Linie sein, denn Wargaming hat sich tatsächlich relativ einheitlich an, ja, sind wir ehrlich, die Gegebenheiten, ne, gehalten, die diese Schiffe hier ausmachen. Die sind nicht besonders schön, haben ähnliche Panzerungsanordnung, haben ähnliche Kaliberwahl, haben identische Gadgets, haben theoretisch immer den gleichen Kapitän, sind mal mehr und mal weniger beliebt bei Freund und bei Feind. Und ja, das war's. Und es fängt natürlich an mit dem schon gestern vorgestellten Premium-Schiff Toulon. Und endet dann schlussendlich mit Marseille, wobei die Marseille eine Ausnahme darstellt, die ich nicht ganz verstehe, wo ich mir aber erklären könnte, dass es so gemacht worden ist, um dann später ein Premium-Schiff zu bringen, dass diese Zweier-Anordnung, wie wir sie hier haben, von vier Türmen wieder mitbringt, während die Marseille hier Stück für Stück als Kuriosität in die Annalen der französischen superschweren Kreuzerlinie eingeht. Falls ihr euch fragt, woher Wargaming diese Ideen hat, ja, Wargaming hat sich bedient bei Dunkirk etc. und Richelieu und verschiedenen Varianten von Schlachtschiffen, die dann aber nie gebaut worden sind, sondern hypothetisch gebaut worden wären, und hat sie dann als Kreuzer hier verwurstet. Verwurstet aber im positiven Sinn, denn das sind tatsächlich Kreuzer, die mir Spaß machen. Aber beginnen wir einmal wie immer mit der Panzerung. Und wie schon auf Stufe 7 gesehen, haben wir hier eine etwas schwächlichere Panzerung im Sinne davon, dass es quasi von ein Schlachtschiff-Derivat ist. Wir haben 25 mm frontal, so wie wir das auch bei einer Kronstadt haben. Wenn wir das wegnehmen, dann sehen wir wieder, wir haben schon wieder die Turtleback-Panzerung. Wir haben außen 210 mm und in der Theorie sollte alles von 25 mm, was AP ist, was hier draußen durchgekommen ist, abprallen und in den oberen Bereich der Kasematte eingeleitet werden. Natürlich alles bis zu 380 mm und darüber. Das pfeffert hier einfach durch, weil es overmatcht und pfeffert in die Zitadelle. Dementsprechend muss man da aufpassen. Natürlich liegt das auch bei den 25 mm frontal auf der Hand und auf Stufe 7, da gibt es halt wenig, was unter 380 mm hat. Bei Schlachtschiffen eher nicht gerne gesehen. Bei Kreuzern ist das natürlich eine andere Art. Wir haben hier 30 mm Panzerung des Decks, da hagelt alles durch, was man so findet, bis auf die super leichten Kreuzer mit 127 oder 130 mm, die haben da keine Chance. Aber ansonsten darf man sich gewahr sein, dass mit Haie es nicht nur gut brennt, sondern es auch gut pennt. Allerdings haben wir hier, wie bei Stufe 7, den Vorteil, wir haben wieder eine Zitadelle, die relativ dünn ist, auf die Gesamtbreite des Decks gesehen, und wir haben eine, die unterhalb der Wasseroberfläche ist. Ist in diversen Situationen gut, vielleicht nicht unbedingt in denen dieses Schiff hier auftaucht. Aber eine Panzerung ist nicht alles. Denn auch die Überlebensfähigkeit spielt eine Rolle gepaart mit der Panzerung, und hier haben wir 66.950 Trefferpunkte. Ist nicht ganz so viel wie eine Kronstadt auf Stufe 9, aber ich glaube, damit können wir leben. Über 60.000 für diese großen Kreuzer mit einem Heal verbunden ist das relativ praktisch. Wir haben 25% Torpedoschaden und wir haben Artillerie. Artillerie mit Kapitän und allen Skills, die drauf sind, die eine Nachladezeit von 21,1 Sekunden haben. Ja, ob jetzt französisches Schlachtschiff auf den unteren Stufen, auf Stufe 8 wird es dann schon ein bisschen kritisch mit der Nachladezeit zu den Schlachtschiffen, oder auf Stufe 7 bei der Toulon. Hier mit 21,1 ist es relativ praktikabel. Mit einem Kaliber von 330, also einer Steigerung gegenüber den ansonsten 305 mm Geschützen. Wir haben hier auch 3x3, wie schon vorher erwähnt, nicht die 2x4. Stock haben wir 24 Sekunden, das bedeutet, ihr könntet sie auch auf Reichweite skillen, denn mit 19,6 km Reichweite ist es nicht jedermanns Sache. Mir hat es gereicht. Sekundärbewaffnung haben wir auch noch mit 23 mm Pen, die
139 mm Geschütze, nochmal 139, 4x3 und 6x2. Wie gesagt, die Pen ist zu gering, damit sie einen Nutzen hat. Auf 8.7 km wäre sie gar nicht schlecht, aber wir sind ja bei einem Kreuzer, die kriegen wir nie auf 11,3 km hoch. Deswegen von mir ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir haben neben dem Luftschlag mit zwei Angriffsgruppen, was sich auch durch die gesamte Linie zieht, dass wir wirklich Angriffsfluggruppen haben und nicht nur Bomben, die wir über Bord werfen. Wie gesagt, sehr praktisch gegen U-Boote, hier auf 8 Kilometer der Stufe angepasst, nicht nur 6 Kilometer wie auf Stufe 7. Nein, wir haben auch noch eine relativ passable Flugabwehr mit 9 Granatenexplosionen, 2100 Trefferpunkte. Natürlich. Da müsst ihr jetzt aufpassen, gebufft. Denn Stock ist das Ding bei 1750. Deswegen habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt und habe einen kleinen Flugzeugträgerschreck gebastelt, der hier auch durch die Bank in allen Bereichen 265, 248, 235 an Schaden kontinuierlich macht. Der große Vorteil bei Kreuzern ist natürlich, dass sie nicht nur 75% Trefferwahrscheinlichkeit haben, sondern 90%. Die DD ist dann 100%. Deswegen ist die Flak auch da um ein Stück effektiver. Die Manövrierbarkeit ist mit 34,7 Knoten natürlich auf die Spitze getrieben. 33 Knoten ist hier Stock. 770 Meter Wendekreisradius sind so wie immer nicht angreifbar, also nicht veränderbar, aber dafür die Ruderstellzeit. Ihr seht hier eine DD-Ruderstellzeit von 6,9 Sekunden. Die ist runtergebracht von 14,5 Sekunden Ruderstellzeit, was, naja, in vielen Situationen relativ interessante Fahrmanöver, gutes Dodging und ja, viel Fun bedeuten können. Ja, wenn ihr auch da Spaß habt, dann gerne diese Doppelruder-Skillung reinhauen. Zudem haben wir mit Einfach-Concealment eine Erkennbarkeit zu Wasser von 12,9 mm. Wo das Concealment auf den unteren Stufen fast wichtiger ist als auf den größeren Stufen, weil man da mit dem ja, meistens was overmatchen kann, zumindest auf Stufe 7 und auf Stufe 8 auch, weil man gegen Stufe 7 eher antritt. Und sind auf Stufe 10 dann meist nur noch die britischen Kreuzer, die leichten und die ganz leichten Schiffe wie Colbert, wie Smolensk etc. für diesen Spaß zu haben. Dementsprechend habe ich mir da ein Tankier-Bild ausgedacht, das mir persönlich mehr Spaß macht. Und genau so bin ich das auch gefahren und deswegen sieht auch genau so dann das Gefecht. Einmal Hauptbatteriemodifikation, einmal Steuergetriebemodifikation, nochmal Steuergetriebemodifikation, ein bisschen mehr Genauigkeit natürlich, Speed muss anhalten, weil wir haben hier wieder 20% höhere Speed oder einen Jäger. Ich glaube, die Entscheidung fällt nicht schwer. Zusätzlich dazu haben wir entweder hydroakustische Suche oder defensives Flakfeuer. Hier auf Stufe C mit 25 mm Bow-On bin ich nicht so gern so nah dran mit dieser breiten Nase. Deswegen habe ich, abgesehen von der hydroakustischen Suche mit 5 km Reichweite, lieber das defensive Flakfeuer reingemacht, weil naja, es sich so gut skillt auf dem Schiff. Natürlich haben wir auch wieder einen Heal, ist wieder 0,5% Heal, nichts Besonderes. Und endlich Hauptbatterie-Nachladebooster von Stufe 8 auf 9 auf 10. Immer und immer wichtig, weil 10 Sekunden Nachladezeit ist auch mal gut, wenn man einen DD trifft. Ich meine natürlich, wenn man ihn sieht, ob man ihn trifft. Das muss die Artillerie hier, die Hauptartillerie mit 1,8 Sigma erledigen. Nicht mehr so gut wie auf Stufe 7, aber naja, dafür haben wir andere Vorteile, nämlich ein bisschen bessere Nachladezeit. Das hier ist tatsächlich meine Skillung, die ich bevorzugt gefahren bin. Anstelle hier von Funkortung, weil ich keine DDs mehr jage, habe ich tatsächlich Just for Fun Fokusfeuerausbildung reingehauen. Und Experte für Flug- und U-Boot-Abwehr, um zwei lästige Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ansonsten, naja, was hätte ich ansonsten nehmen sollen? Ladezeit der SEC, zahlenmäßige Unterlegenheit, eine Möglichkeit, definitiv. Aber naja, man macht sich ja nicht sonst, umsonst einen Spaß oder gönnt sich einen Spaß. Premium gibt es ja keine, die werden dann Stück für Stück frei werden hier, das ist ganz klar. Sind zu fahren oder sind zu bekommen ab 0.11.4 plus ein Patch, also zwei Patches, damit sie freier spielbar sind. Und ich schicke euch jetzt ins Gefecht. Wie immer gilt, ab hier wird es subjektiv und wir werden jetzt hier, also stellvertretend für alle anderen
Stufe 8, Stufe 9 und Stufe 10 die Marseille zusehen, wie sie ein Gefecht schlägt mit ihrer Art des Fahrens. Wie ihr gesehen habt, ist das hier kein Doppelconcealment, sondern ein Doppelruderbild mit einmal Concealment. Und wir werden Stück für Stück hier alle Schiffe aufarbeiten der französischen Linie und ihre Schwächen und vor allem auch ihre Stärken aufzeigen, wobei wir mit den Stärken beginnen werden. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr gerne ein Abonnement hier lassen und einen Daumen nach oben. Gerne auch den Kanal weiterempfehlen. So, wir haben auf Stufe 8 haben wir die Cherbourg mit 28 Sekunden Nachladezeit und 305 mm Geschützen. Das bedeutet unterm Strich, wir haben durch die gesamte Linie leicht steigendes Kaliber bei leicht fallender Nachladezeit, ident zu allen Schiffen in dieser Stufe 8 bis Stufe 10 Side Branch, also Seitlinie, die Wargaming, wie zum Beispiel die russischen Kreuzer oder auch die amerikanischen Schlachtschiffe ab Stufe 8 absplittert, ist der Reload Booster, der Heal, der plus 20% Speed Boost und der T-Virus. Das bedeutet, Wargaming gibt uns hier quasi Anti-Air-Schiffe an die Hand. Zumindest möchte man uns das glauben lassen. Und zumindest hier bei der Marseille ist eine Anti-Air-Skillung durchaus ein probates Mittel, wenn man das denn möchte, weil man zeitweise relativ oft alleine gelassen hinten HEAP spammend sein wird mit diesem super schweren, großen Kreuzer, der durchaus einige Trefferpunkte aufbringen kann. Aber ja, ob das alles ist, das ist natürlich die alles entscheidende Frage. Und wenn wir uns einmal die Cherbourg ansehen mit 28 Sekunden Nachladezeit beim Kaliber von 305 mm, dann könnte man doch auch glauben oder vielleicht in den Raum werfen, dass wir theoretisch auch eine Richelieu mit 30 Sekunden Nachladezeit da hätten, die 32 mm Panzerung rund ums Schiff hat, leicht höheren, also um 3000 höheren Trefferpool hat und auch einen Speedboost, auch einen Nachladebooster und eben halt ein Schlachtschiff ist. Aber mit 2x4 so wie die Cherbourg, aber mit 380 mm. Könnte man die 2 Sekunden dank des höheren Kalibers also quasi streichen und dann in Frage stellen, für was ich denn die Cherbourg brauche. Und ich glaube, wir beginnen mit den Stärken der Schiffe und dann kommen wir zu den Schwächen, weil mit den Stärken sind wir schneller durch. Wir haben ein relativ schnelles Schiff. Gut, das haben wir bei den französischen schweren, also bei den Schlachtschiffen ja auch so. Na, wir haben hier ein Schiff, zum Beispiel, dass wir auf Anti-Air skillen können und das, wie schon erwähnt, trifft bei der Marseille zu. Bei der Cherbourg sind wir hier ein bisschen schwach ausgestattet. Der große Vorteil natürlich zum Schlachtschiff generell ist, dass wir bei den Kreuzern eine 90%ige Trefferwahrscheinlichkeit der Granatenexplosionen haben, der Anti-Air-Bubbles. Bei einem Schlachtschiff nur 75%, deswegen, da wird ein bisschen mehr gestreut, da müsste eigentlich mehr bei rumkommen. Ein Schlachtschiff, das die gleich gute Anti-Air hat wie ein Kreuzer, wird schlechter abschneiden als ein Kreuzer. Dementsprechend haben wir hier einen leichten Vorsprung, was die Anti-Air betrifft, wenn wir jetzt die anderen Schlachtschiffe hernehmen würden. Als Frage, warum soll ich die superschweren Kreuzer überhaupt spielen? Habe ich schon erwähnt, dass wir sehr schnell sind mit dem plus 20% Speedboost? Ja, das ist der Hauptvorteil. Natürlich kann man auch sagen, mit den 305 mm sind wir auf Stufe 8 noch gegen Stufe 7 gematcht und da overmatchen wir sehr viel und darüber halt nur noch die britischen leichten Kreuzer oder die super leichten 127 mm, 130 mm leichten Kreuzer, die mit Smolensk reinkommen, mit Colbert, die Yinan, also generell die panasiatischen leichten Kreuzer und so weiter und so fort. Da muss ich nicht alle aufzählen. Aber gut, diesen Vorteil haben auch Schlachtschiffe. Man könnte also quasi sagen, auf Stufe 8 gibt es eigentlich nichts Wirkliches, was uns dazu verleitet, die Cherbourg zu fahren, außer wir sind geil auf ein bisschen Pain, auf ein bisschen Schmerzen. Kommen wir zu Stufe 9. Und Stufe 9 gibt uns auch 2x4 an die Hand, frontal natürlich, ist alles ein bisschen abgewandelt von der Dunkirk-Klasse, die ja, sogar auf Stufe 6 eine bessere Wahl als die Toulon ist. Aber auf Stufe 9 haben wir eine Alsace. Die Alsace wurde zu Tode genervt und ist deswegen trotz 380 mm als Nachfolger der eigentlich ansonsten guten Richelieu keine Alternative, weil der Reload zu groß ist. Aber wir haben die Jean Bart als Schwesternschiff der Richelieu als Premium da und dort haben wir 26 Sekunden, also 2 Sekunden besser als eine, naja, Brest. Und natürlich haben wir die gleichen Gadgets, die ziemlich geil sind mit Reload Booster und Speed Boost und Heal und so weiter und so fort. Und eine durchaus gute Anti-Air, wenn auch mit geringerer Trefferwahrscheinlichkeit. Wofür ist jetzt eigentlich die Linie dann gut? Denn wir haben ja
kaum einen Vorteil zu den normalen Schlachtschiffen. Ja, die Linie ist gut, wenn wir kein weiteres Schlachtschiff mitnehmen können und aber einen superschweren, schnellen Kreuzer unbedingt spielen möchten. Gut, das alleine sollte sie jetzt nicht für einen Kauf qualifizieren. Kommen wir also zur Marseille. Und natürlich steht bei der Marseille eine Republik nicht als Gegenpart in Frage, ob wir hier besser ein Schlachtschiff wählen sollten oder nicht. Denn da haben wir 2x4 mit einem exorbitant größeren Kaliber. Wir haben bei der Marseille auch 330 mm, allerdings in der Izumo-Anordnung. Sexy, 3x3, aber nicht sexy angeordnet, sondern ja, Izumo-technisch angeordnet. Sind 330 mm, also eine Granate mehr, bei, und jetzt kommt's, guten 21,1 Sekunden mit Reload, mit dem Reload-Modul drehen. Und damit kann man zum ersten Mal wirklich etwas anfangen, in Kombination mit der doch gut ausbaubaren Anti-Air, alles unter Stufe 10, um gegen Stufe 10 Schlacht, also Superschiffe wie die Eagle oder generell CVs anzukommen. Ich hätte fast gesagt Super-CVs wie die Nakhimov oder die FDR, weil das ist unterm Strich fast dasselbe, ne? Was zu den Superschiffen ähnlich. Zahlt sich fast nicht aus. Und die haut auch gut rein, wie wir gesehen haben, wenn wir das denn skillen, was eine Möglichkeit dazu ist. Sie ist auch super schnell mit über 40 Knoten. Es ist eine durchaus eine Verbesserung. Allerdings sind wir nicht unbedingt darauf angewiesen, denn wir könnten auch, wenn wir Stahl in die Hand nehmen, eine Bourgogne fahren, die, will ich sagen, in fast allen Bereichen besser ist, aber ich würde fast sagen, in allen Bereichen besser ist, sogar in der Optik. Sie ist nicht so schnell, aber auch sehr gute Anti-Air, 380 mm, Reload Booster, Speed Boost, Peng, Peng, Peng. Gut. Jetzt haben wir über die Vorteile dieser Schiffe gesprochen, wie gute Anti-Air, hohe Geschwindigkeit, hohes Kaliber, aber schlechte Nachladezeit. Was sind denn die Nachteile? Warum bin ich so negativ eingestellt, was diese Schiffe betrifft? Es ist unterm Strich auf einen fundamentalen Faktor herunterzubrechen, weswegen ich sie auch gerne in Verbindung mit den Schlachtschiffen setze. Der eine oder andere wird sich jetzt gefragt haben, ja, Prime, vergleichst du die Kreuzer mit den Schlachtschiffen? Vergleich sie doch mit anderen Kreuzern. Das möchte ich nicht. Denn alle diese superschweren Kreuzer sind Schlachtkreuzer, Schlachtschiff O-Klasse zum Beispiel, bei den Deutschen, ne? Die Aegir, die Siegfried, die haben etwas gemein mit diesen Schiffen. Wie auch eine Stalingrad zum Beispiel, die hat auch etwas gemein mit diesen Schiffen. Es ist nicht eine super überdurchschnittliche Performance, was die Geschütze betrifft oder sonstiges, nein. Es ist die Branddauer. Es ist die Branddauer von 60 Sekunden und die Flutungsdauer von 40 Sekunden. Das in Kombination mit einer nicht unerheblich, ja, sagen wir so, nicht extrem hohen Trefferpunkteanzahl, macht diese Schiffe für mich teilweise obsolet. Wir haben hier auch nicht besondere Winkel. Also wir haben ganz normale Abprallwinkel bei AP, so wie zum Beispiel die russische Stalingrad hat. Als Beispiel, ne? Das hier, ich würde nicht sagen, könnte eher ein Hai-Schiff sein als ein AP-Schiff. Aber wir haben halt mal über 9000 von AP-Alpha. Was wir hier als Vorteil noch haben, was ich vielleicht erwähnen sollte, ist, wir haben gegen mittleres Kaliber haben wir eine gute Panzerung, nämlich eine Turtleback-Panzerung hier, die uns vor Schaden gut schützt. Wir haben nur 25 mm in der Turtleback-Panzerung, das bedeutet, alles mit 380 mm kommt doch durch und höher natürlich und immer höher. Aber wir sind zumindest ein bisschen geschützt. Und wir können hier Doppelruder fahren. Wir kommen hier auf einen ziemlich sexy, wie ihr schon gesehen habt, Doppelruderwert von ADD-Qualität, könnte man fast sagen. Und auch der Wendekreisradius ist trotz der Größe nicht so extrem. Lohnt es sich, diese Schiffe generell zu spielen? Es ist wie immer eine Geschmackssache. Ich weiß, das kann man zu allem sagen. Für mich sind diese Schiffe, wenn ich mir die schwere Kreuzerlinie der Franzosen ansehe, mit Saint-Louis, mit einem Henri, mit einer, ja, was haben wir noch? Charles Martel, alle 203 mm. Für mich sind diese Kreuzer da schon schwer genug. Auch die kann ich mit Doppelruder spielen, wenn ich möchte. Die haben einen weitaus besseren Reload, kann situationsbedingt besser reagieren. Die haben auch einen Reload-Booster. Theorie hat 240 mm. Oder sind wir ganz ehrlich, für was brauche ich denn noch einen Stufe 10 superschweren Kreuzer, wenn ich auch die Condé habe? Müssen wir uns da weiter darüber unterhalten? Ich glaube eher weniger.
Vor allem haben die anderen schweren Kreuzer der Franzosen auch noch Torpedos, was praktisch ist. 25 mm haben wir hier wie da. Das bedeutet, je größer das Schiff und je größer die Nase, desto leichter ist es zu treffen. Ja, die Panzerung ist besser. Unterm Strich können wir jetzt nicht mehr sagen, oh, schaut euch das an, die Saint-Louis übrigens gegen die Marseille, ne? Schwere Kreuzer sind dazu da, um leichte Kreuzer zu jagen. Leichte Kreuzer sind dazu da, um DDs zu jagen. DDs sind dazu da, um andere DDs und U-Boote zu jagen. Und die Schlachtschiffe, die jagen die schweren Kreuzer. Und dann gibt es die Anti-Erdinger. Diese straffe Einteilung von Klassen gibt es in World of Warships nicht mehr. Es ist schon lange so, dass jedes Schiff, jedes andere Schiff versenken können muss und auch macht. Und manche sind dabei besser. Und manche sind dabei schlechter. Und wenn sie dabei schlechter sind, dann haben sie einen anderen Trade-off, wie sie sind besser im Überleben als ein anderes Schiff. Aber wie schon erwähnt, das trifft auch nicht zu. Hat er diese Salve gesehen? Alter Verwalter. Naja, das trifft da auch nicht zu. Ich würde jetzt einfach mal ganz klar sagen, diese Schiffe gibt es in zufälligen Kisten auf also Stufe 8 und Stufe 7, die Toulon und die Gerbourg, die mit 0.11.4 theoretisch wie immer im Vorabzugang Anführungszeichen erwerben könnt. Die Stufe 9 Prest gibt es am Ende, wenn ihr alle Kisten bekommen habt. Also wenn ihr alle habt als Belohnung dafür. Natürlich sind auch noch Camos drin, also Permanente und so weiter. Das muss euch aber gefallen. Hier werde ich jetzt richtig in die Mangel gehen übrigens. Das ist halt schlimm, wenn das Gefecht schon länger durch ist, aber wir sind noch ein bisschen agil und schauen, was wir machen können. Von hinten Shimakaze, vorne Harugumo, dann in der Seite die Sau und die Napoli. Dass das nicht gut ausgehen wird, das könnt ihr euch vorstellen. Worauf ich hinaus will, weil ich den Faden schon wieder verloren habe. Am Ende dann die Marseille, die ihr... Gott, ich glaube ganz am Ende ist die. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auch nicht wichtig, denn es lohnt sich keines. Also es lohnt sich überhaupt keines davon, ohne es normal frei zu spielen, zu erreichen. Ihr könnt wieder die Marken sammeln und ich glaube, die Sherball könnt ihr so sammeln, ohne dass ihr noch etwas Zufälliges, also dass ihr was reinputtern müsst. Das sollte über die Marken erreichbar sein. Zumindest steht das so in den Patch Notes. Aber alles darüber hinaus, an diesen Schiffen, ich will nicht sagen, sie sind genauso markant wie die britischen Schlachtkreuzer. Aber wir werden sehen, ob die etwas taugen im Zeichen des Tests. Ne? Aber man kann sagen, die werden wir so häufig sehen wie die panasiatischen leichten Kreuzer. Und wie oft man die sieht, das könnt ihr dann selbst entscheiden. U-Boote kommen häufiger vor als die. Das hat seine Gründe. Ob es jetzt ein nettes Ergänzen einer Linie ist, die es eigentlich nie gegeben hätte, oder ob Wargaming vielleicht eher die leichten Kreuzer der Franzosen als Auskopplung nehmen hätte sollen. Das steht in dem Was-wäre-wenn-Buch, das wir bei World of Warships sehr oft zu lesen bekommen oder hin und wieder sogar zu spielen. Und mei, also es ist halt. Diversität finde ich immer gut. Der Spieler entscheidet schlussendlich mit dem, was gespielt wird, ob es wirklich gut umgesetzt ist oder nicht. Meine bescheidene Meinung dazu ist, ich brauche auf jeden Fall weniger Reload bei den Dingern. Speziell auf Stufe 8 und auf Stufe 9. Was ich noch unbedingt brauche, sind 30 Sekunden Branddauer. Brauche ich unbedingt. Und dann sollte es eigentlich reichen. Mit weniger Reload meine ich, dass ich nicht dazu verleitet werde, ein Kaliber zu spielen, das größer ist und weniger Reload hat, bei einem Schiff, das besser gepanzert ist und leicht langsamer ist. Also ein Schlachtschiff anstelle eines superschweren Kreuzers, wenn mir der Kreuzer keinen objektiven Vorteil, außer vielleicht ein bisschen mehr Anti-Air durch T-Virus bietet. So in diese Richtung. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Hätten wir also auf Stufe 8 26 Sekunden Nachladezeit, wäre es super. Und hätten wir auf Stufe 9 27 Sekunden, oder von mir aus auch 26 Sekunden Nachladezeit, weil wir haben ein höheres Kaliber, höheren Alpha, aber es ist immer in Stufe 9, dann könnte man damit wahrscheinlich mehr anfangen. Ich will nicht damit sagen, dass diese Schiffe dadurch besser werden, ich will nur damit sagen, dass man mehr damit anfangen könnte. Vielleicht täusche ich mich auch komplett. Ich bin,
alle nicht 10-mal gefahren. Also ich bin alle zusammen ca. 20-mal gefahren, aber es sind 4 Schiffe. Und Wargaming überrascht immer wieder gerne mit ziemlich schnellen... Oh, wir releasen die in 4 Tagen. Viel Spaß damit. Und da muss man sich halt in den 4 Tagen mal die Zeit nehmen, die 4 Schiffe ausgiebig zu fahren. Wenn das denn die Möglichkeit ist bei einer kurzfristigen Umplanung. Es ist ein Linienschiff. Niemand ist dazu gezwungen, es zu fahren. Ich bin jetzt auch bei den italienischen DDs nicht eingestiegen. Keinen einzigen davon, wenn es mich nicht täuscht. Und die Panasiaten fahre ich gerade hoch, bin auf Stufe 8. Ihr könnt also Zeit lassen. Ihr seht, 144.000 leicht. Jetzt ist zu Ende mit dem Feuer. 2,5 Millionen getankt. Es lag wahrscheinlich nicht an mir, dass wir dieses Gefecht nicht gewonnen haben in dem relativ vulnerablen Schiff, vor allem wenn Schlachtschiffe drauf schießen. Gegen Kreuzer fühlt man sich recht gut gewappnet, wenn man nicht abgefackelt wird. Ja, 1254 Punkte ist jetzt keine super Leistung bei mir. Bei einer Niederlage werden bei einem Sieg 1800 Punkte. Ich wäre quasi auf Platz 2 im Gegnerteam gelandet. 110.000 mit Hai, AP, was sag ich denn? 25.000 mit Hai, AP 84.000. Sack 4.000 immerhin, Brände 30.000. Das ist okay. Wie gesagt, nicht mit Ruhm bekleckert. Aber das sind die französischen Schlachtschiffe. Meiner Meinung nach kann man die in der Theorie auch auf Doppelconcealment spielen, sich dann nach vorne schleichen und dann mal schnell einen Garaus machen. Das große Problem bei der Geschichte ist, und ihr habt es auch selbst gesehen, man hat mittlerweile in den Teams schlechtes Matchmaking. Und das standardmäßig. Meistens hat man 4 DDs, 3-4 DDs. Manchmal hat man tatsächlich nur einen DD, was genauso extrem schlechtes Matchmaking ist, was die Teambalance betrifft. Aber manchmal hat man 4 und einen Flugzeugträger, so wie hier. Manchmal hat man zusätzlich zu den 4 DDs noch 2 U-Boote und einen Flugzeugträger. Und dann ist einfach nicht genug an Schaden da. Und was soll man machen, wenn die Schiffe, gegen die man eigentlich halbwegs gut gepanzert ist, wie Kreuzer, wie schwere Kreuzer, wenn die nicht im Gefecht vorkommen, das sind eigentlich auch die natürlichen Feinde, schwere Kreuzer, leichte Kreuzer. Dafür hat man dann Schlachtschiffe, wo man nur mit Hai guten Schaden macht, oder wenn sie Breitseite zeigen, aber man sich verstecken muss, weil man overmatched wird mit 25 mm und Torpedos, gegen die man generell nicht so viel machen kann. Oder das leidige Thema U-Boote. Ne? Der Matchmaker schwächt auch Schiffe, die nicht universal einsetzbar sind. Und das kommt mit diesen superschweren Kreuzern vom Wargaming leider auch zeitweise so vor. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.